Es ist noch früh am Morgen. Noch bevor der erste Spahn fährt, ist der Peter Pittel schon im Pistenfahrzeug unterwegs. Er arbeitet schon seit 30 Jahren mit der Sportbahn in Bellwald und ist hier heute auch Pisten- und Rettungschef. Und in dieser Funktion ist er immer vor allem im Gebiet. Wir eigentlich so, normalerweise haben wir eigentlich einen geregelten Ablauf. Das tut man morgens, wenn man anfängt, geht man, ja, im Büro mal auf die Lawinenbild anschauen. Wenn es geschnitten hat, müssen wir als erstes natürlich sprengen. Und danach haben wir eigentlich in genau Turnus, wo wir bis, ja, bis Mittag so ziemlich durch haben. Aber wenn natürlich das Wetter oder so nicht ist, oder so wie heute, dass es mal etwas mit der Kanone nicht geht, dann ist das Programm natürlich nicht mehr ganz gleich wie normal. Hey, was müsst ihr hier machen? Ja, wir haben wahrscheinlich einen Eispfropfen hier, vorderst im Schläuchen drücken. Und jetzt haben wir Druck drauf und bringen den schlechten Weg. Jetzt müssen wir schauen, das mit dem Heißluft für uns lesen. Und sobald wir den Druck weggehen, können wir den Schläuchen aufmachen und das entfrieren. Wieso müssen wir jetzt hier noch beschneien? Es hat auch genug Schnee. Ja, nein, hier ist der Pfandpark und da brauchen wir riesige Mengen Schnee. Und darum gehen wir hier heute tagsüber laufen, wenn es bloß geht, wenn es ganz kalt ist. Zu seinen Aufgaben gehört alles, was nicht zum Bahnbetrieb oder technischem Unterhalt gehört. Also alles, was mit Rettung, Sicherheit, Absperrungen und so weiter zu tun hat. Eine Aufgabe mit grosser Verantwortung. Die Verantwortung ist schon gross, ja, aber mit der 30-jährigen Erfahrung kennt man wirklich, kennt man die Zeit schon viel gut und kann die Sachen ziemlich ruhig angehen, nicht mehr im Schnitt. Ein grosser Teil seiner Arbeit sind, wie angesprochen, die Rettungen. Dafür ist er und sein Team immer auf Picke. Im Skigebiet von Bellwald gibt es im Schnitt pro Winter so rund 50 Unfälle. Der Rekord war am letzten Winter. Da hat es 7 Unfälle an einem Tag gegeben, hat er erklärt. Unter den Unfällen gibt es kleinere, aber auch schlimmere. So erinnert sich der Peter Pittel vor allem an einen Unfall, der geblieben ist, vor rund 15 Jahren. Auf der Panoramapiste haben wir einen gehabt, der ist gelegen mit auf der Piste. Und der nächste Fahrer ist nach, hat nicht gesehen, so eine Kompression. Und hat dann übergeritten und hat ihn mit dem Knie an den Kopf getroffen. Und der ist glaube ich noch heute nicht ganz gut. Und das ist es schon passiert. Kaum haben wir fertig geredet, hat es geklopft. Er hat jetzt einen Unfall gemeldet, was ist genau passiert? Ja, das ist eine erwachsene Person, 62-jährig, ist gestützt und hat nach unserer Diagnose hat die den Oberarm gebrochen und die wollen wir im Helikopter jetzt ins Spital fliegen. Warum wird jeder jetzt entscheiden, ob Helikopter oder wir machen das selber mit Schlitten oder so? Warum ist es in diesem Fall Helikopter? Ja, weil der muss ins Spital, muss operiert werden, wenn es eine Fraktur ist. Und mit der Ambulanz ist für uns ein bisschen zu aufwendig hier. Wir müssen ziemlich lange warten. Für uns ist das ein bisschen topografisch, sie wäre schlecht gelegen für mit der Ambulanz. Darum gehen wir eigentlich ziemlich viel um Helikopter weg, was ins Spital muss. Der Patient ist verarztet und ist jetzt in guten Händen. Für den Peter Pittel Routine. Eine weitere Aufgabe ist die Gewährleistung der Sicherheit. Dafür ist er immer wieder im Gebiet unterwegs. Und dazu muss er natürlich gut Ski fahren können. Wie ist das so für ihn? Uns vorne dürfen zu arbeiten, was ist eigentlich die Piste, ist oben dir, wie ist das? Ja, das ist eine wunderbare Sache. Das ist wirklich tipptopp. Von dem träumen die anderen nur. Also die quasi hier arbeiten, was die anderen Ferien machen? Ja, genau, das ist so. Und sicher, es gibt dort Tage, was vielleicht weniger lustig ist, aber im Großen und Ganzen ist das eine tipptoppe Arbeit. Vor was stehen wir jetzt hier genau? Hier ist der Checkpoint von unserer Freeride-Piste. Und die tun wir immer, wenn es ab Stufe 3, die wir da gewöhnlich sperren, dass die wir mit Rot signalisieren und nachher Blitzleuchte drin, dass die Leute also nicht fahren täten, wenn es so ist. Wird das respektiert von den Leuten? Ja, häufig nicht. Aber das Problem ist, die Piste ist für uns schon ein bisschen schwierig. Wir müssen das mit Sprengen. Wir müssen die absichern vor Umweltgefahren. Und das ist nicht immer einfach. Und da müssen wir halt, die haben von der Sicherheit her, müssen wir vielleicht ein bisschen freier zuhören, als dass es nötig wäre. Was passiert jetzt, wenn jetzt trotz ihr sperrt schon und dann fährt gleich jemand? Was macht ihr? Was gibt das für Konsequenzen? Ja, also wenn nichts passiert, läuft da nicht viel. Aber wenn jetzt ein Unfall oder so passiert, wird es sicher schwierig. Und besonders für den, der gefahren ist, weil das ist ganz klar signalisiert und sollte gehalten werden.
Und das heisst, da hat ihr die Verantwortung, es ist wirklich in eurer Kompetenz, wird ihr auf oder wird ihr zu? Jawohl, das ist eigentlich in meiner Kompetenz, ob wir da aufmachen oder zu tun. Zu seinen weiteren Aufgaben gehört natürlich auch Büroarbeit. Das müssen halt auch sein, sagt er. Und dann, wenn gerade nichts läuft und er ein bisschen Zeit hat, so gehört halt auch die Mittagspause dazu. Aber auch da weiss er nicht, ob es mal fertig reicht für zu essen. Auch da sind er und seine Kollegen immer auf Picke. Diesmal reicht es für zu essen und einen Hänger unter Kollegen. Danach geht es wieder weiter. Und wieder ist er am Nachmittag unterwegs und schaut, dass die Skifahrer sich im Gebiet sicher fühlen können.